Hallo aus meinem Lieblingsort, mein Bett. Ich komme gerade aus der Uni, beziehungsweise eigentlich nicht. Ich habe eigentlich schon einen einstündigen Nap hinter mir, wie man unschwer erkennen kann. Ja, mit dem heutigen Tag fiel der Startschuss für, ja, ich würde schon sagen, die intensivsten 3 Wochen dieses Semesters. Die nächsten 3 Wochen sind geprägt von unserem Strahlenpraktikum. Ich kann euch tatsächlich noch gar nicht so viel dazu sagen, weil ich nicht genau weiß, ob der heutige Tag repräsentativ war dafür. Aber ich erzähle euch einfach mal, was ich denke, worum es da geht. Im Prinzip, wir haben in diesem Semester schon ein paar Veranstaltungen zum Thema Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Und da haben wir jetzt, je nachdem in welcher Klinikgruppe man ist, über 3 Wochen hinweg wirklich fast jeden Tag so ein Praktikum in die Richtung. Das heutige Praktikum war allerdings eher wie eine Art Seminar. Also wir haben da gesessen und dann war da eben ein Dozent und der hat halt ein bisschen geredet und wir haben manchmal auch geredet, wie eben ein Seminar funktioniert. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt immer so ist. Ja, und ich muss sagen, ich bin ganz happy, dass ich das jetzt habe, weil das ganze Thema dann in 3 Wochen abgefrühstückt sein wird und danach wird mein Stundenplan deutlich relaxter und entzerrter, was ich appreciate. Besonders, wenn man dann mehr Richtung Klausuren geht, habe ich definitiv mehr Puffer und weniger Stress als Gruppen, die eben eher gegen Ende dieses Strahlenpraktikum haben. Ich werde gleich mir erstmal was zu fooden machen, weil... Oh, okay, das ist mein Wecker. okay. Genau, ich mache mir gleich erstmal was zu essen, weil ich gleich noch ins Fitti gehe. Yes! Ich habe euch ja erzählt, ich versuche gerade mein Life ein bisschen back on track zu bringen. Und vor allem halt eben meine Freizeitaktivitäten wieder mehr zu fördern. Und dazu gehört natürlich auch Sport. Ich gucke mir momentan verschiedene Fitnessstudios an in Münster. Beziehungsweise eigentlich nur 2. Also ich war bei einem schon jetzt zum Probetraining am Samstag, was mir auch gut gefallen hat. Und heute gehe ich dann noch zu einem, wo Maxi auch hingeht. Allerdings ist das ein bisschen weiter weg als das erste. Und das stellt für mich schon wieder so eine Hürde dar. Weil ich ganz genau weiß, dass ich mir in meinem Kopf dann eher eine Ausrede ausdenken würde, warum ich da jetzt nicht hingehen kann. Und ich versuche momentan, die möglichen Hürden, die sich mein Gehirn ausdenken kann, um nicht ins Fitnessstudio zu gehen, zu minimieren. Hey Party People! Hey Party People! Was ist jetzt für meinen oder für deinen Vlog? Für meinen Vlog. Wir gehen jetzt ins Fitti. Drückt mir die Daumen, dass ich Esther überreden kann, mit in meinen Gym zu kommen und sich nicht woanders anzumelden. Because I wanna go together. Ja, ich will eigentlich auch together gehen. Also ich muss sagen, es ist für mich schon irgendwie ein großer Faktor, obwohl ich finde, dass der Weg jetzt doch ein bisschen weiter erschien. Also wir sind jetzt mit dem Auto gefahren, obviously, aber... Wir waren auch noch tanken, wir haben uns verfahren. Ja, okay, aber... ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt, würde ich sagen. Okay, let's... Okay, let's go! Hello, ich bin back und frisch geduscht und mir ist gerade noch siedend heiß eingefallen, dass ich noch nicht mir die Infos zum Skills Lab morgen durchgelesen habe. Wir haben da ja so eine E-Learning-Plattform, wo wir dann eben einfach uns ein bisschen mental darauf vorbereiten sollen, was morgen so kommt. Anscheinend wird morgen die Lunge untersucht, weswegen wir auch wieder ein Stethoskop mitnehmen sollen und geeignete Kleidung anziehen sollen, mit denen wir uns auch gut untersuchen können. Okay, fuck, das ist tatsächlich mal eine Sache, auf die ich mich vielleicht wirklich intensiver darauf hätte vorbereiten sollen, als um 22.15 Uhr am Tag vorher. Naja, normalerweise sind die Skills Lab Kurse immer sehr chillig, die Tutoren sind da wirklich super cool drauf, also von daher mache ich mir jetzt nicht super große Sorgen, aber ich muss sagen, ich bin da leider auch echt ein kleiner Streber, also ich gehe sehr, sehr ungerne schlecht oder gar nicht vorbereitet irgendwo rein, also ich bin mittlerweile aber auch so eingestellt, dass ich einfach auch für mich persönlich sage, wenn ich so einen Kurs habe, besonders so praktische Kurse, dann möchte ich auch wirklich viel davon mitnehmen, besonders eben durch Corona, durch meine mehr oder weniger 2 Jahre Online-Vorklinik, weiß ich einfach diese praktischen Kurse jetzt nochmal mehr wertzuschätzen und
ja, möchte dementsprechend dann auch irgendwie alles rausholen, was geht. Deswegen ärgert mich das gerade schon so ein bisschen, dass ich das irgendwie nicht vorher auf dem Schirm hatte. Aber egal. Ich lese es jetzt noch so ein bisschen und ich glaube, dann gehe ich auch ins Bett, weil ich bin echt müde. Und ich war generell heute den ganzen Tag super erschöpft und müde. Das wollen wir morgen nicht haben. Ich kann euch übrigens mal wieder die Amboss-Videos empfehlen. Falls ihr generell noch überhaupt nicht wisst, wie das Ganze überhaupt physiologisch aussehen und klingen soll, ist das wirklich super hilfreich. Hier gibt es allerdings auch Videos zu den pathologischen Geräuschen. Ich habe jetzt erstmal angefangen hiermit, weil, to be honest, ich weiß noch nicht mal, wie sich das Ganze physiologisch anhört. Generell, Amboss ist einfach Boss. Die machen echt richtig tolle Videos. Ja, sorry, dass ich erstens heute fast nichts gevloggt habe und zweitens, dass ich mich jetzt erst melde. Es war ein super, super busy day. Wo fange ich an? Es fing an mit den ganz normalen Vorlesungen natürlich. Und dann hatte ich mein erstes Geschichte, Theorie und Ethik-Seminar. Meins handelt von den Anfängen der modernen Medizin. Also das ist ein geschichtlich orientiertes Seminar. Also die Seminare waren so ein bisschen aufgesplittet in Ethik-Seminare und Geschichtsseminare. Ich habe ein Geschichtsseminar gewählt und das behandelt eben den Zeitraum ungefähr von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis ungefähr 1933. Genau, und dieses Seminar habe ich dann, glaube ich, einmal wöchentlich ungefähr. Ja, und dann werden da eben ganz unterschiedliche Themen angesprochen. Ja, und wie das dann meistens so ist in Seminaren, man muss natürlich auch irgendwo eine Eigenleistung erbringen und das wird in Form von sogenannten Stundenpatenschaften, nennen die das, glaube ich, gemacht. Heißt, in einer Kleingruppe übernimmt man ein Thema und gestaltet dann eine Seminarstunde. Ich muss sagen, die Themen, die zur Auswahl standen, waren alle wirklich super cool. Also das ging dann von Medizin im Ersten Weltkrieg, Medizin und Kolonialismus bis hin zu, was war das andere noch? Genau, Seuchen im frühen 20. Jahrhundert und so weiter. Das waren alles echt richtig tolle Themen. Also ja, ich würde sagen, es kommt selten vor, dass man sagt, ich wäre tatsächlich mit allen Themen irgendwo fein gewesen. Ich, beziehungsweise meine Gruppe und ich, wir haben aber dann doch mein personal little favorite Thema bekommen, und zwar Frauen in der Medizin. Und das muss ich sagen, ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, auch aus persönlichen Gründen. Und ich bin wirklich total gespannt, dazu mehr recherchieren zu können, auch vielleicht auf Quellen zugreifen zu können, die man sonst nicht so bekommt. Also da gibt es zum Beispiel auch ein Buch, was wir schon ins Auge gefasst haben, was nicht in normalen Bibliotheken zu finden ist. Und unsere Dozentin hat uns dann gesagt, dass sie uns da Zugang zu verschaffen kann. Und sowas finde ich total cool. Also ich muss sagen, ich bin ein totaler Nerd für sowas. Danach hatten wir noch Skills Lab mal wieder. Da hatte ich euch ja gestern schon ein bisschen was zu erzählt. Da haben wir dann angefangen eben mit der Lungenauskultation, also mit dem Abhören der Lunge. Ja, das ist tatsächlich am Anfang gar nicht so leicht, weil man ja am Anfang gar nicht weiß, wie hört sich eine gesunde Lunge überhaupt an, damit man dann irgendwann unterscheiden kann, wie sich eine nicht gesunde Lunge anhört. Aber dafür braucht man erstmal ein Vergleichsmedium sozusagen. Wir haben sowas in die Richtung schon mal gemacht im dritten Semester in dem Anatomie- und Bildgebungskurs, falls ihr euch da noch dran erinnert. Aber natürlich reicht das nicht aus als Übung. Auch das heute reicht natürlich nicht aus. Aber es hilft schon irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Danach bin ich noch in die Bib gegangen, das habe ich euch ja dann auch gezeigt. Wurde er tatsächlich in der Bib angesprochen von einer ganz lieben Zuschauerin. Falls du das guckst gerade,
Hi, ich habe mich mega gefreut, wirklich. Also das war so unfassbar süß. Und generell nochmal der Appell an euch alle da draußen, falls ihr mich irgendwo seht, auf dem Campus oder sonst irgendwo, sprecht mich auf jeden Fall an. Ich freue mich so enorm, einfach mich ein bisschen austauschen zu können und auch in Real Life so ein bisschen euch kennenzulernen und euer Feedback zu bekommen. Also ja, made my day. Genau, und danach bin ich dann zum Jazzdance gegangen und ja, das war super cool. Also ich war richtig gespannt, mal andere Leute kennenzulernen als immer nur Mediziner. Und wir waren auch wirklich eine sehr bunt gemischte Truppe. Also da war gefühlt von jeder Fachrichtung, von jedem Studiengang irgendwas dabei. Ich muss sagen, ein rundum gelungener Tag. Ich bin aber jetzt auch wirklich sehr, sehr müde und geschafft und chill mich jetzt nur noch ins Bett und gucke ein bisschen Selling Sunset, weil ich brauche meine Daily Dose of Reality TV. Ja, Leute, dann will ich gar nicht weiter rumquatschen. Gute Nacht und bis morgen. Hello. Ich habe einen sehr vorlesungsintensiven Vormittag hinter mir, also wirklich seit 8 Uhr. Wir haben jetzt 13 Uhr und seit 8 Uhr kam wirklich im 45-Minuten-Takt eine neue Vorlesung. Irgendwann hat dann die Konzentration zugegebenermaßen dann doch ein bisschen nachgelassen. Dementsprechend habe ich dann irgendwann angefangen, das Bad zu putzen und nebenbei die Vorlesung anzuhören. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was zum Mittag essen und muss dann ganz, ganz, ganz dringend einkaufen gehen, weil ich habe irgendwie gefühlt nichts mehr. Und wollte dann vielleicht noch ein bisschen in die Stadt gehen, weil mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich keine Übergangs-Almanjacke besitze. Also ich habe nur Winterjacken oder Mäntel, die wirklich sehr warm sind. Oder aber richtig krasse Frühlingsjacken, also die man auch wirklich dann nur ab, ich sag mal, 15 Grad anziehen kann. Aber ich habe nichts, was irgendwo dazwischen ist und was vielleicht auch etwas wasserabweisender ist, weil es dann doch ab und zu mal regnet und man auf dem Fahrrad nicht unbedingt einen Regenschirm halten kann. Deswegen, ja, wollte ich vielleicht ein bisschen in die City gehen und mir vielleicht da mal was suchen. Außerdem stehen nächste Woche tatsächlich zwei Partys an, was, to be honest, für mich ein bisschen zu viel Socializing ist. Das ist ein bisschen zu viel des Guten für die Omi. Und ich habe halt vor allem auch dank Corona nicht wirklich irgendwelche Sachen, die ich zu einer Party irgendwie anziehen könnte. Dementsprechend sollte ich da vielleicht auch nochmal gucken gehen. So, Kinders, kurzer Rant. An sich war der Tag heute sehr schön, weil es sehr sonnig war und ich einfach die Münsteraner Innenstadt liebe. Ich liebe es, da einfach ein bisschen durchzulaufen, zu bummeln. Es ist einfach immer eine tolle Atmosphäre. Aber ich muss jetzt hier doch mal ein Machtwort sprechen. Ich hatte euch ja erzählt, ich hätte gerne eine Übergangsjacke. Allerdings musste ich dann realisieren, dass anscheinend Ende April nur noch Hochsommerklamotten angeboten werden. Ja, das war dann ein bisschen frustrierend, weil ich literally, außer bei Only habe ich ein paar Jacken tatsächlich gesehen, aber das war irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, naja, deswegen werde ich jetzt mehr oder weniger mal wieder zum Online-Shopping gezwungen. Nein, aber es war trotzdem ein schöner Tag. Ich esse jetzt mein Abendessen. Ich kann schon kaum reden, weil mir das Wasser gerade im Mund zusammenläuft, weil ich so einen Hunger habe. Und gleich kommt dann noch Maxi. Hallo, Vlog. Ich bin wieder auf Zwergengröße eingestellt. Mami ist da. Mami ist auch da. Leute, das habe ich, glaube ich, in dem einen Vlog, wo ich das mal erwähnt hatte, oder du das erwähnt hast, habe ich das, glaube ich, rausgeschnitten. Wir hatten tatsächlich mal überlegt, oh, ob wir eine Idee ever. Oder du darfst erzählen, das ist deine Idee gewesen. Okay, also meine Idee war, dass wir euch abstimmen lassen, ob ihr Bock hättet, dass wir mal ein Video machen, wo ich Esther Klamotten bestelle für so und so einen Wert bei ASOS und ich dann sozusagen Esther anziehe und wir dann halt so euch die Looks raten lassen. Ja. Und mal gucken, wie wir das finden, weil ich habe ja schon ein bisschen anderen Style als du. Ja.
Und ich fände das irgendwie total cool. Aber eigentlich wäre es am besten, wenn wir es in beide Richtungen machen würden. Das wäre eigentlich der ultimative Workplan. Können wir eigentlich mal machen. Ja. Und dann könnte man ja gucken, was man behält. Auf beiden Channels, ja genau, auf deinem du mich, ich auf meinem dich und das wäre schon geil. Ja, also sag bitte mal, wie ihr das fändet, weil irgendwie finden wir das geil. Ich finde es auch mega geil. Das wäre richtig funny irgendwie. Hallo, ich komme gerade nach Hause von einem wirklich sehr, sehr langen Tag. Ja, was gibt es Spannendes zu erzählen? Eigentlich nicht viel. Nein, ja, wir hatten halt unseren Polkurs, da ging es vor allem um Asthma und ja, die verschiedenen medikamentösen Optionen, die man da eben so hat. Danach hatten wir unser Strahlenpraktikum, was aber tatsächlich wirklich eher Seminarform ist, muss man sagen. Also momentan haben wir da noch nicht wirklich selber was Praktisches gemacht. Genau, und danach hatten wir wieder Skills Lab. Heute war die Herzuntersuchung dran. Das hatten wir tatsächlich auch größtenteils, beziehungsweise eigentlich komplett im Anatomie- und Bildgebungskurs gemacht. Also es war jetzt nicht komplett neu, muss ich sagen. Genau, wieder ein Anamnesegespräch. Ich war wieder nicht dran. Also ich bin dann auf jeden Fall safe nächste Woche dran. And you know what that means. Dass nächste Woche auch ein Vlog kommen wird, weil ich euch natürlich davon erzählen möchte. Mein Akku geht gerade leer. Lotti und ich, wir machen jetzt unser Spezialgericht, unsere selbstgemachten vegetarischen Döner und machen einen Trash-TV-Abend, weil wir müssen noch Temptation Island zu Ende gucken. Hallo, was fährst du denn nicht? Denn nicht? Du Schwachmarkt. Fuck, ey. Wir haben den nächsten Tag. Ich habe heute nichts mehr gevloggt, weil es eigentlich auch nicht wirklich was Spannendes zu erzählen gab. Ich bin gerade mit Michi im Auto, bin in der Heimat. Wir fahren jetzt nach Köln ins Theater. Was gucken wir, Michi? Wie heißt es? Richard III, eine Bearbeitung von dem Shakespeare-Drama Richard III. Genau. Und da wir ja kultivierte Leute sind, ist das natürlich unser Freitagabend-Entertainment. Ich freue mich auf jeden Fall. Es ist das erste Mal, glaube ich, ja, seit Corona, dass ich zu sowas in der Art gehe. Von daher, ich bin gespannt. Und ja, hiermit wollte ich dann auch endlich mal diesen Vlog beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wie immer, lasst gerne ein Feedback da in den Kommentaren. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere MedSchool-Vlogs. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Anschauen. Bleibt alle gesund und munter und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!